hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Flo vom Pomadeshop aus dem heimischen Badezimmer. Ja, ich bin immer noch zu Hause, nicht im Büro. Und ich möchte euch heute mal ein kleines Spezialvideo machen zu einer Pomadengruppe, die ich oft ein bisschen unterschätzt und unterrepräsentiert finde in den sozialen Medien oder generell. Und zwar ist das die Gruppe der weichen Pomaden. Ich habe schon mal ein kurzes Video gemacht über die weichen Pomaden in unserer Pomade Basiswissen oder Pomade Basics Reihe. Den Link seht ihr da oben. Möchte euch heute aber nochmal zeigen, wie ja, so ein bisschen zur weichen Pomade was erklären, ein bisschen zeigen, was sie so kann und vor allem halt auch heute mal wieder anwenden, weil die weichen Pomaden, die gehören mit zu meinen allerliebsten. Was kann eine weiche Pomade, beziehungsweise was ist denn so das Charakteristikum einer weichen Pomade? Eine weiche Pomade enthält relativ viel Öl und dafür gar kein Wachs. Das sorgt dann dafür, dass die Haare relativ schwer werden, wenn man eine weiche Pomade einarbeitet. Das heißt, es ist jetzt eher dazu gedacht, die Haare zu legen. Sie können sich schön an den Kopf anlegen lassen. Man kann unter Umständen tatsächlich aber auch eine Tolle damit bauen. Da muss man allerdings die richtige Haarstruktur für haben. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Wenn ihr sehr lockige Haare habt oder sehr wellige Haare, dann werdet ihr mit einer weichen Pomade nicht besonders weit kommen. Jedenfalls nicht, wenn ihr nur die weiche Pomade verwendet. Ich habe jetzt bis auf den Kringel hier vorne und eine kleine Wirbelung da hinten eigentlich relativ glatte Haare, weshalb ich auch mit einer weichen Pomade echt gut klarkomme. Durch die hohen Ölanteile in einer weichen Pomade ist eine weiche Pomade immer extrem glänzend. Das heißt, wenn man mit einer weichen Pomade arbeitet, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man am Ende ziemlich glänzende Haare haben wird. Und das bringt mich zu dem Punkt eben, wenn ihr viel Glanz haben wollt, aber zu schwierige Haare für eine weiche Pomade habt, könnt ihr eine feste Pomade verwenden, um die Frisur, eure störrischen Haare so zu stylen, wie ihr wollt und dann wie sie auch dann bleibt, dass halt die festen Pomade die Haare zähmt. Und dann mit einer weichen Pomade so ein bisschen mit einer Fingerspitze voll nur drüber gehen über die Haare, dass zumindest der Glanz von der weichen Pomade trotzdem da ist. Ein weiterer Punkt, wie man weiche Pomade anwenden kann, ist rein zur Pflege. Und hier kommt auch die Damenwelt so ein bisschen ins Spiel, weil ich denke mal, viele von euch Damen, wenn welche zuschauen, werden Erfahrung mit Haaröl haben. Das kann man nehmen, indem man so ein bisschen auf den Fingerspitzen und Handflächen verteilt und in die Spitzen einknetet, so ganz wenig nur. Und das hilft dann, da das Haar so ein bisschen weniger strohig sein zu lassen, beziehungsweise auch dem Spliss, der oft in den Spitzen vorhanden ist, entgegenzuwirken. Weil nämlich diese ganzen pflegenden Öle oder auch eben jetzt das Haaröl pur in dem Fall einfach die Haare mit Feuchtigkeit versorgen, die vorm Ausdrücken schützen. Und genau so kann man auch eine weiche Pomade nehmen, weil die ebenfalls sehr viel Öl enthält. Auch hier ein bisschen mit der Dosierung vorsichtig sein, lieber zu wenig nehmen am Anfang als zu viel, weil man möchte ja nicht, dass die Haarspitzen dann hier auf den Klamotten oder generell sehr fettig rumliegen oder am besten noch so festkleben. Das wäre natürlich überhaupt nicht schön und sieht auch nicht schön aus. Deswegen da sehr sparsam vorgehen. Und dann werde ich mal zu meiner Anwendung von der weichen Pomade kommen. Und zwar tatsächlich als Vollgas klassische Frisur machen, die extrem glänzt. Ich werde nur die weiche Pomade reinmachen. Ich werde nicht wenig nehmen. Wer meine Videos kennt, der weiß das. Ich mag es, wenn es glänzt. Und ich werde mal gucken, dass ich jetzt mit meinen Haaren eine gute Frisur hinkriege. Als weiche Pomade, die ich heute verwende, werde ich diese hier verwenden. Das ist die Excellento Pomade von Murray's. So, ich lege jetzt mal los, indem ich meine Haare, die jetzt ganz trocken sind, erstmal befeuchte. Das könnt ihr mit Wasser machen oder mit einem Hair Tonic. Ich habe jetzt keinen Hair Tonic zur Hand. Ich muss mir mal wieder ein neues bestellen, weil das letzte ist mir vor kurzem ausgegangen. So, aber ich werde jetzt einfach die Haare so ein bisschen befeuchten. Am besten mehr, so, damit sie einfach so ein bisschen feucht sind, weil dann könnt ihr die Pomade leichter einarbeiten und die Haare lassen sich schon mal so ganz grob in eine gewisse Richtung legen. So, dann kämme ich auch schon mal durch. Und das Schöne ist, ich habe die Haare immerhin so lange, dass sie jetzt sogar schon einigermaßen in dieser Richtung liegen bleiben. Vom Schnitt hier wäre natürlich besonders schön, wenn ihr einen schönen, frischen, sauberen Fasson-Schnitt habt. Habe ich jetzt nicht gerade wirklich. Ich habe jetzt einfach nur an den Seiten ziemlich kurze Haare und im Nacken auch und da oben längere Haare. So ein schöner Fasson-Schnitt wäre noch mit einem schönen, frischen Übergang ganz schön. Das heißt, wenn ihr hier wirklich extrem kurz seid, auch hier hinten und dann wird es nach oben hin ein bisschen länger und zum Deckhaar hin dann noch mit einem besseren Übergang, als bei mir jetzt ist, dann einfach Richtung langes Haar.
Dann komme ich mal zur Pomade. Man sieht schon, wenn man reinschaut, das ist eine ziemlich glänzende Geschichte. Das liegt einfach daran, dass auch viel Öl enthalten ist. Mineralöl, Olivenöl und Rizinusöl. Das heißt, wenn ich jetzt hier so reingehe mit dem Finger und das so rausziehe, sieht man schon, es geht extrem leicht, also kaum Widerstand. Und es zieht Fäden. Das liegt einfach an der Vaseline und dem Lanolin. Die machen das so ein bisschen ja, glitschig, klebrig, schmierig. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Finger voll und wende den jetzt an, indem ich den erstmal wie gewohnt zwischen meinen Handflächen verteile. Was natürlich extrem leicht geht und ein bisschen schmatzt, gerade bei so einer weichen Pomade. Und dann seht ihr, habe ich extrem glänzende Handflächen und damit gehe ich jetzt einfach so in meine Haare rein. Erstmal tue ich es ja nur so von oben drauf und gehe mir so von vorne durch die Haare. Und dann nehme ich noch einen zweiten Finger und mit dem gehe ich dann in die entgegengesetzte Richtung, nämlich von hinten. Nämlich damit alle Haare möglichst gleichmäßig von Pomade benetzt sind und die Pomade nicht nur oben auf den Haaren drauf liegt, sondern am besten wirklich bis zur Wurzel runtergeht. So, Stichwort Dosierung. Ich mache es klassisch tatsächlich, wie es früher üblich war. Ich nehme viel von der weichen Pomade. Das ist so ein kleiner Tipp, den hat mir tatsächlich unser Gründer und Geschäftsführer, der Stan, mal gegeben, weil ich habe ihn nämlich mal gefragt, sag mal, Stan, wie glaubst du eigentlich, hat das Elvis hinkriegt mit seiner Megatolle, wo doch eigentlich bekannt ist, dass der überwiegend weiche Pomade verwendet hat. Hat er mir gesagt, er kann sich das nur so erklären, dass der einfach wirklich sehr, sehr viel genommen hat. Man muss sagen, auf manchen Fotos von ihm, wo er eine schöne Pomadefrisur hat, sieht man das auch. Seine Haare glänzen extremst. Deswegen glaube ich, dass er einfach wirklich ein bisschen mehr genommen hat und habe ein bisschen rumexperimentiert für mich selber und habe gemerkt, tatsächlich, wenn man einen Finger mehr nimmt als vielleicht üblich, sind die Haare so ein bisschen wie Knete, auch bei einer weichen Pomade. Also die werden dann sehr, 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 sehr leicht formbar, auch mit einer weichen Pomade und sehr leicht frisierbar. Und bleiben dann auch einigermaßen echt vom Halt her, ich war dann schon wirklich begeistert, dass es fast wie bei einer mittelfesten Pomade schon gut gehalten hat. Deswegen nehme ich jetzt noch einen Finger. Ich habe insgesamt 3 solche Finger genommen. Wenn ihr mal dazu ein bisschen zu viel erwischt, ist das gar kein Problem. Da kann man dann nämlich mit dem Kamm einfach wieder ein bisschen was rauskämmen. Und es ist wirklich krass, ich habe jetzt schon diese ganze Pomade im Haar und sie ist ja eigentlich weich und nix, ja, aber wenn man genug nimmt, kann man sich sogar so einen Mohawk aufstellen und der hält einigermaßen. Ja, ist natürlich nicht den ganzen Tag, das ist klar. Geht schon mal ganz gut und ihr seht, es ist wirklich durch das ganze Öl in der Pomade jetzt schon mal extrem glänzend. Ich mache kurz die Hände sauber. Und dann schnappe ich mir einen Kamm. Und mit dem kämme ich jetzt durch. Und tatsächlich ist es so, es müsste ja extrem leicht durchgleiten, was es ja auch tut bei einer weichen Pomade. Aber ich merke dadurch, dass ich so ein bisschen mehr genommen habe, dass es auch ein bisschen Widerstand gibt. Und das ist gut, weil das braucht man für den Halt. Ich kämme jetzt mal alle nach hinten. Und schon haben wir eigentlich die erste klassische Frisur für heute fertig, nämlich den klassischen Slickback. Haare liegen komplett streng nach hinten, ohne Höhe am Kopf angelegt an. Glänzen extrem. So, und jetzt basierend auf dem Slickback kann man eben so ein paar Sachen machen. Man kann zum Beispiel den Slickback auch mit Seitenscheitel machen. Kleiner Trick für den Seitenscheitel. Ihr macht euch da, wo ihr den Seitenscheitel haben wollt, kämmt ihr durch. Und habt ihr so Kammlinien. Jetzt nehme ich einfach eine Linie, klappe die weg und kämme auf der anderen Seite hier rüber. Zack. Und schon habe ich einen ziemlich, ziemlich perfekten Scheitel gezogen. Die Haare müssen runter und dafür müssen die in die andere Richtung. Und so könnte man sich jetzt auch seinen Slickback, kann man sich einen Slickback mit Scheitel auch machen. Jetzt sind die Haare so ein bisschen mehr so in diese Richtung, also so leicht seitlich nach hinten, nicht mehr ganz nach hinten, so straight. Ist tatsächlich, habe ich bei mir rausgefunden, mit meinem Wirbel hier hinten auch ein bisschen besser, wenn ich immer hier so seitlich gehe. Vielleicht habt ihr das in manchen Videos von mir schon gesehen, dass ich hier auch gerne mal so Richtung Seite gehe. So die rechte Ecke, die rechte von meinem Kopf quasi anpeile mit dem Kämmen. Deswegen mache ich es gerne mal zur Seite. Das mache ich jetzt in dem Fall auch mal. Ich gehe mal so richtig komplett zur Seite. Das ist nämlich auch eigentlich eine ja, relativ klassische Frisur. Einfach so diesen Business-Look, so ein Business-Scheitel.
hier vorne allerdings die Haare trotzdem nehmen und so ein bisschen nach hinten und dann zur Seite weg. Ja, dann gibt sich hier so diese geile Form, finde ich. Da hat man hier vorne so, die so hochgehen und hinten hat man die so, die zur Seite gehen. Und dann fließen die hier im optimalsten Fall zusammen und im noch optimaleren Fall, jetzt bei mir gerade noch nicht so, liegen sie dann hier extrem eng am Kopf an. So, die andere Seite wird einfach straight nach schräg hinten gekämmt. Und das ist so eigentlich so die klassische Frisur, die ich im Moment mit meiner Haarlänge echt gut hinkriege. Wenn die Haare jetzt ein bisschen länger wären, könnte man eine tolle machen, eine tolle versuchen. Lässt man dann dafür einen Kamm her, der ein bisschen längere Zinken hat. Hier vorne reingehen und einfach mal so mit einer Schwungbewegung mache ich das ganz gerne, so nach oben gehen, dass man einfach so ein bisschen Volumen reinkriegt. Und dann geht man noch so tiefer rein und zieht das einfach nur so ein bisschen nach vorne. Dann hat man hier so das Volumen drin. Das ist jetzt leider das Problem, wenn ich lange Haare hätte, dann würde es auch ein bisschen besser so bleiben und so stehen. Ich habe es relativ kurz, ich versuche trotzdem eine kleine Tolle hinzukriegen, indem ich hier hinten sachte die Haare wieder runterdrücke und ein bisschen nach vorne schiebe. Und hier mit der Hand, ich hoffe, man sieht das einigermaßen, hier so ein bisschen versucht, die Haare vorzuziehen. Es gibt verschiedene Arten von Tollen, so die moderneren Tollen sind ja oft so ein bisschen gerade nach oben oder so leicht schräg nach hinten. Die klassischeren Tollen früher, die waren eigentlich immer so mit so einer leichten Rundung nach vorne. Kommt so ein bisschen darauf an, wie eure Haare wachsen. Es ist nämlich besonders schwierig, wenn die Haare schon nicht nach vorne wachsen. Ist ganz einfach Geschmackssache, beziehungsweise ihr müsst das rausfinden, was eure Haare am besten können. Ich gucke, dass ich eine leichte Rundung hinkriege und dann die Haare, die an der Seite so ein bisschen unaufgeräumt rumhängen, die klappe ich jetzt einfach auch nach hinten. So, ich hoffe, ich habe so ein bisschen die Rundung nach vorne, das ist bei meinen Haaren auch ein bisschen schwierig. So eine leichte Tolle, eigentlich für meine Haarlänge, bin ganz überrascht, dass es jetzt so gut geklappt hat. Die Haare dahinter liegen schön zur Seite. Hoffe, dass sie auch hinten einigermaßen liegen. Ich kann mal kurz von der hinteren Seite noch ein bisschen zeigen. Hier sieht das dann so aus. Und auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen meine Problemstelle gerade, sieht es dann so aus. Und schon haben wir eigentlich eine ziemlich coole Frisur mit einer ganz weichen Pomade gemacht. Und das Geile ist, dadurch, dass ich halt so ein bisschen mehr genommen habe, hält es jetzt eigentlich auch fast den ganzen Tag so. Ich habe eigentlich in der Regel auch immer einen Kamm in der Hosentasche dabei. Und dass wenn ich mal zum Beispiel jetzt im Büro merke, dass hier eine Strähne rausfällt oder so, das kommt durchaus mal vor, dass ich dann schnell nachkämmen kann und alles wieder gut. Das ist ja das Geile an der klassischen Pomade, dass die immer kämmbar bleibt und wenn die Frisur mal irgendwie bearbeitet werden muss, ist das überhaupt kein Problem. Das soll es dann allerdings auch schon gewesen sein, so mein kleines Tutorial für eine weiche Pomade. Ihr seht eigentlich extrem vielseitig, wenn man die richtige Haarstruktur hat und ein bisschen Übung und auch die richtige Dosierung draus hat und ja, dann auch mit dem Glanz gut klarkommt oder ihn sogar sehr gerne mag, wie ich, dann ist eigentlich so eine weiche Pomade echt geil zu verwenden. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine unserer folgenden Videos. Wenn euch das Video so generell gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal einen Like. Und auch einen Kommentar, ob ihr Erfahrungen mit weichen Pomaden habt, ob ihr irgendwie andere Erfahrungsberichte habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's es gut, bleibt gesund und einen schönen Tag oder eine schöne Woche. Ciao, ciao, euer Flo.